werde ich jetzt immer zwei Sachen hochladen. Einmal Lufia, einmal das. Verschwinde! Genau so wird's gemacht hier. So wird's gemacht hier. Versucht auf mich zu schießen. Los, komm doch. Oh, das ist gar keine schlechte Technik. Sie auf mich schießen lassen und dann dran vorbeilaufen und dann von oben killen. Arthur released the Watermill Keeper. A man's voice came from inside the watermill. Darn it! This stupid wheel! It's so hard to turn! Oha. Da kann dann wohl einer seine Arbeit nicht richtig vollenden. Komm her, du Blobvieh. Du da auch. So, hier können wir nicht rauf. I am an elevator, invented by Dr. Leo. I cannot move unless the watermill is turning, okay? Ich rede mit, Liften, ist klar. Da muss wohl einer in die geschlossene. So, dann gucken wir jetzt mal, ob wir auch alles jetzt haben, was man haben kann. Sieht so aus. Ah, oh, Headshot. Naja, macht nichts. Ich muss jetzt eh raus. Ach, verschwinde. So, jetzt gehen wir hier lang. Das ist jetzt eine Abkürzung rüber. Wisst ihr ja noch, hier oben konnten wir ja vorhin nichts machen, als wir hochgegangen sind. Und jetzt gehen wir erstmal zurück. Zurück. In die Stadt, zu Grass Valley. Badalambadamba. Lassen wir uns erstmal heilen. Ladala, du. Arthur, you're just walking around doing nothing. I'm beginning to worry about you. Please stay here and rest. Arigato. There once was a water mill here before the village was destroyed. I hear there is a man in the mill who runs the elevator in Thundercrown Castle. Castle oder Castle ist ja American English, British English. Understand, yo, when you understand, man. What the fuck? Well, let us go to the tool shop owner. Hello, may I help you? Oh, you're the one who released me. Take whatever you need from my store. I only have medical herbs, so... Arthur received a medical herb. So, jetzt haben wir wieder eins. I'm the guard of the bridge. I guess it's not really necessary to guard such a small bridge. Please, Pesh. Ah, dankeschön. Sprachfehler, Jung. Rotating this wheel will move the elevator in the underground careful. I'm too weak to turn this wheel. Will you do it for me? This is a wheel. Will you try to turn it? Yes. Arthur turns the wheel. As the wheel started to turn, power was transmitted to the underground castle. No wonder. I was turning it the wrong way. By the way, don't you think this watermill is great? Ja, ist total großartig. Also finde ich schon, das ist superklasse. Superklasse, hier kann man runtergehen. Oh, zu einer Höhle. Was mag uns in dieser Höhle erwarten? Ich rutsch als weg von der Truhe. Iron Armor. Und 50 Gems. I'm watching over the world. Please, take this. I don't receive the XP. Wow, 80. So, jetzt haben wir den Iron Armor. Defense 1. 1. Your defense power becomes stronger. Ja, jetzt halten wir auch mehr aus. Mein Hals ist ganz schön am Arsch. Well, let us see. Ich denke mal, wir gehen hier weiter. Und zwar werden wir jetzt mal die Abkürzung gehen. Müssen wir nicht den äußeren Weg wieder komplett herumlaufen. Gehen direkt hier runter. Machen noch die Viecher platt hier. So, und auf geht's. Können wir auch hier hochfahren. Haben wir gleich noch einen Gegner. Was ich vielleicht noch zeigen sollte, wenn man hier Start drückt, sieht man Monster Lair, also Underground Castle West. Monster Lair Remaining One. Also diese Dinger sind verschiedene Monster Lairs. Und... davon ist noch eins übrig. Das war genau dieses. Und da kann man immer sehen, ob man alle hat oder nicht. Arthur released an old man. Hello, young fellow. Hey, where will you go? Where are you going? Nicht where will you go?
So, hier oben haben wir noch Gegner, wie ich gerade gehört habe. Ja, kommt mal raus hier. Ich mach schon mal ein paar fertig. Ja, komm her. Keine Chance habt ihr hier. Mensch. Alles nur müde Pflanzen, knollenartige Mistdinger. Die haben doch keine Chance ohne Riesenjam. Ich glaube, da gibt 5 oder 10 sogar. Bin mir gar nicht sicher. Was haben wir hier? Wird noch jemand freigeschaltet? Arthur, release the Gout. Ja, hallo, Ziegenmann. Ziegenmann. Der neue Superheld. Goatman. You will die. Bam. Huh. Weil die sind einfach nur nervig. So, jetzt können wir nämlich schön hier stehen. Weil die Fackeln hätten uns sonst echt das Leben zur Hölle gemacht. Die Gems brauchen wir jetzt nicht so wirklich. Also keine Angst, wenn man mal davon was nicht bekommt. Aber jetzt müssten, glaube ich, die Fackeln auch wieder da sein. Weil immer wenn man Artok released, Lisa. Ach hier, Lisa Simpson. You hear some light snoring come from the inside the harvest. Hua, schnell weg! Bratzen, die Dinger. Nein! Komm schon, schieß! Schieß! Hua! Snuggle, snuggle. Dum, 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 Lisa Simpson hier. Artok released Tulip. Noch eine Tulpe. Ja, ich bin der absolute Veganer, Mann. Hier. Ich helfe Tulpen. Ich esse Blumen, weil ich die gerne mag. Ich weiß gar nicht mehr, wie das Lied geht. Von die Ärzten. Ja, ich heb die Gems da jetzt auch nicht auf. Gems braucht man nicht wirklich. Ich hab beim ersten Mal durchspielen, bin ich so oft gestorben und habe alle Gems verloren. Späterhin werden die um einiges wichtiger, aber momentan. I released an architect. Ted Mosby. Architects. Ja, kommt ja auch bald die neue Staffel raus von How I Met Your Mother in America. Bei uns läuft die 7. einfach irgendwie nicht mehr weiter. I don't know why. In Amerika, also auf Englisch, habe ich sie komplett fertig geschaut, hat mich auch tierisch drüber amüsiert, fand ich einfach nur klasse. Hm, kommt doch her. Uhaha. Level up. Come on. Komm nur her hier. Keine Chance gegen den alten Artie. Oh, kannst du hier Dragon Balls, also, tja, Dragon Balls kannst du schießen, genau. Kamehamehas wegballern, wie du willst, oder Hadoukens. Keine Chance gegen mich. Komm, du kommst auch noch weg. Ja, du auch, komm. Ach, Fee. Was haben wir denn hier? Artok released Toolshop Owner's Son. Hm, kann ich von dem auch was kaufen? Das werden wir dann erfahren. Dann, da-dam, dam, da-dam. Artok released Ivy. Oh, okay, können wir da hoch. Können wir zur Tulpe und zum alten Mann, glaube ich. Hm, wir gehen mal hier außen rum und schauen mal, was da... Alles klar. Oh je, jetzt ist das Viech dort. Ich hasse das. Ich hasse diese Viecher. Komm, alle schön dahin. Ich glaube, da kommen jetzt immer neue. Kommt da auch so neue? Nee. Erst wenn einer kaputt ist, kommen da. Manchmal kommen auch alle auf einmal raus. Also hintereinander, ohne dass man welche besiegen muss. Das finde ich schöner. Hey, perfekt. Ah, die können sich nur vertikal anscheinend, diagonal bewegen. Das habe ich da schon Dreher reinbekommen. Cool. Was? Ja, guck hier, jetzt kommen hier die viel schneller raus. Kann ich eigentlich, hey cool, kann ich stehen bleiben und einfach drauf schießen, schlagen. So, und jetzt müssten sie davon kommen, genau. So, jetzt kommen sie noch schneller raus. Haha, easy going. Easy peasy. Arthur release the goats. Mein Schnurrbart hängt als im Mikrofon.
Und ich mach das keine Geräusche. Ja, erstmal schön die Blobs gelaufen, das mache ich gerne. Ah, verschwinde. Ich muss ein bisschen weiter weg von denen. Weil die hier noch so unbesiegbar sind in ihrer untreffbaren Zeit. Wie heißt denn das? Ach, keine Ahnung. Ja, auch kein Ding. Was machst du jetzt? Okay, holt gleich mehrere immer. Das finde ich gut. Kann ich gleich viele auf einmal besiegen. Oh, dieses verdammte Ding da unten, ey. Verpiss dich doch. Verdammte Dragon Ball Dragon Ding. Artic Release Tollip. Diese verdammten Fackeln, ey. Boah, ich muss die erstmal da unten irgendwie besiegen. Wie komme ich denn da hin? Natürlich von ganz außen. Wie sonst? Aber das muss jetzt erstmal gemacht werden, weil die gehen mir echt auf den Keks. Okay, dann schnell hier hin. Kaputt hauen. Euch kaputt machen, so jetzt ist easy going, ey. Muss nur ein bisschen aufpassen, dass die mich nicht treffen. Ja, man muss viel, also der Crabwalk hier. Crabwalk, der Krebslauf, der ist perfekt dafür. So. Jetzt sind zwar gleich wieder die Fackeln da. Aber besser als gar nichts. Ah, du release an old man. Ach, noch ein. Ganz schön viele alte Leute leben hier. You hear a man screaming inside the house. Ah, a ghost! Ah. Puh. Ist ja voll Sauswerk-mäßig. Wovor haben schwarze Angst? Vor Geistern. Ja, genau, vor Geistern. This is the heart of the underground castle. You may meet many monsters that cannot be defeated with its sword. You will be able to save those creatures once you return with the correct sword. Would you like to return to Grass Valley? No, I want to stay. Come back whenever you like to return to Grass Valley. Okay, da hat diesmal keine Erfahrungspunkte gegeben. Wann kriegen wir den Level up? Bei 580? Ja. Dann sind wir dann Level 4 schon. Oh nein. Oh. Komm schon. Ja, perfekt. Alles klar. Ich will ja keine Störenfriede haben. Verdammt, ich sollte hier mich hinstellen. Ja, das ist besser. Ach, da ist ja auch die verdammte Fackel da oben noch, ey. Fackeln im Sturm. Fackeln, Mann. So, jetzt können wir hier lang. Und ich sehe gerade... Hä? Alles klar. Ah ja, ich glaube, ich weiß, wie ich da unten hinkomme, genau. Oh, dann, jetzt sind die Fackelmänner wieder da. Verdammt. Komm schon, Hur. Nein, verdammt. Ja, komm her, tot, ein Fackelmännern, Fackelmann. Ich hasse Fackelmann. Ich bin so armselig wie Axel Schulz, nur einen kompletten Fackelmann-Anzug, heiraten gehen konnte. Das ist einfach nur so lächerhaft. Nur weil er einen Vertrag mit denen hat, Werbevertrag, das ist so schlimm. Macht er sich zur Werbehure mit, ganz einfach. Alright, please continue. Aber naja, soll ja jeder machen, wie er will. Trotzdem finde ich es ganz schön cheap und weak, ey. The dream rod you possess is a magical stick that enables you to look into dreams. Equip this stick when you wish to speak with someone who's sleeping. Schläfst du? Hey, you look like you would be good at crab walking. Try it. You don't know how? Just walk.